Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demonicon. So, wir werden uns jetzt mal hier die Informationen durchlesen, die wir schon haben, weil es sind ja nur so 5, 6. Das mache ich mal ganz kurz. Aventurien. Aventurien ist der zentrale Kontinent auf Deere, also diesem Planeten. Er erstreckt sich über alle erdenklichen Klimazonen, die für unterschiedliche Kulturen wie Menschen, Zwerge und Orks eine Heimat bieten. Das Schicksal der Aventurier ist durch den ewigen Kampf zwischen Göttern und Dämonen geprägt. Ja, zentrale Kontinent ist halt der mittlich liegt, so wie bei Europa bei uns, kann man sagen. Ja, aber zentral, ich weiß nicht. Also es gibt ja viele andere Kontinenten, die wesentlich größer sind als Aventurien. Naja, wie dem auch sein soll. Menschen. Menschen sind neben Zwergen, Drachen, Ugang, Goblins und zahlreichen anderen nur eine von vielen Kulturen, die auf Deere und in Aventurien leben. Zudem gibt es diverse Mischformen zwischen den Rassen, wie beispielsweise Halbelfen oder die überall verachteten Halborks. Ja, Halborks durch Kriege entstanden, Orkensturm und vielleicht keine andere, was da drüber ist halt viel passiert. Die Orks haben vorgedrängt weit ins Landesinnere und ja, da sind halt ja, durch Vergaltung, was weiß ich, halt Halborks entstanden, sag ich mal. Derzeit dominieren die Menschen den Kontinent. Einige Gelehrte sind sogar der Meinung, das Zeitalter der Menschen breche gerade erst an. Andere halten die Orks für die Herrscher des kommenden 12. Zeitalters. Was auch gut sein kann, weil sie auch einfach in der Überzahl sind. Aber die Stämme sind halt sehr verfeindet und verkriegt untereinander. Molchenberg. Molchenberg. Auf dem Molchenberg wurde vor Jahrhunderten Warunk gegründet. Bis heute wohnen die vornehmen Bürger auf seinem Gipfel. Sein Inneres wird durchzogen von Labyrinthen, Gängen voll magischer Geheimnisse, die teils noch älter sind als die Stadt. Da sind wir gerade. Schattenlande. Die Schattenlande, eine östliche Region Aventuriens, bestehen aus Transilien, der Varunkai sowie der Fürstkum Turai, Maraskan und erstrecken sich durch Tobimorien bis an die Piratenküste. Nach der dritten Dämonenschlacht herrschten Borberats Erben, die Heptarchen, mit Hilfe der Splitter seiner Dämonenkrone über weitaus größere Landstriche. Heute, fast zwei Jahrzehnte später, sind nur noch wenige Heptarchen übrig. Die ehemals schwarzen Lande sind in den ständig verwischenden Grenzen der Schattenlande aufgegangen. Also müsste das jetzt irgendwie so 1034, 35 spielen in der Zeit. Borberats Fall. Varunkai. Die Markgrafschaft Warunk galt bis zum dritten Dämonenschlacht als kleinste Provinz am Mittelaventuriens. Heute umfasst die Varunkai sowohl die Reste der gleichnamigen Heptarchie als auch Teile der vom Mittelreich beanspruchten Raben- und Sonnenmark. War der Landstrich noch vor einer Generation für seine edlen Stoffe und die groß angelegte Viehzucht berühmt, prägen ihn nun Hunger, Tod und dämonische Mutationen. Ja, herrlich. Super für solche Spieler natürlich. Bürgerrecht. Das Bürgerrecht gilt als Voraussetzung, um in Warunk sesshaft zu sein und von den Autoritäten angehört zu werden. Wer nicht in Warunk geboren wurde, kann es durch Heirat oder besondere Verdienste an der Stadt erlangen. Ja, und das, darum geht es ja, dass sie die Schwester von mir, von Chiron, heiraten soll. Aber sie will nicht. Aber dann hätten wir Zugang zur Stadt oder könnten da halt da bleiben. Warunk. Warunk ist die Hauptstadt der heutigen Varunkai. Ursprünglich der Markgrafschaft Warunk. Vor Borberats Invasion waren die Varunker bekannt für Sauberkeit und Ordnung. Dann kamen die Nekromanten. Tja, Borberat. So, was haben wir hier? Im blutigen Ron steht hier, Macht durch Willen. Es ist die gleiche Handschrift wie vorhin. Jemand scheint hier mit dem Blut seiner Opfer zu schreiben. Ja, Blutmagie wird schon seit über 500 Jahren nicht mehr genutzt. Ist verboten worden von der Praius-Gesellschaft, glaube ich. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich da viel getan. Halbverdaute Dolchklinge, Echsengedärm. Hm, da kann ich mir gleich einen Snack bestimmt draus machen. Okay, nichts zum Aufsammeln. Was ist das? Was ist das? Jeder Mensch ein Magier. Springen kann ich nicht. Okay.
Was haben wir denn hier drunter? Das sieht doch ganz schön ausgemacht. Ja, das gefällt mir. Kann natürlich grafisch mit Titeln wie The Witcher oder so nicht mithalten. Ich würde sogar sagen, nicht mal mit dem ersten The Witcher. Dass ich ja gerade auch am Let's Play bin, nochmal in der Extended Edition. Wurfwaffen. Also, okay. Da, nimm das. Der zählt sogar automatisch. Ich muss nur Y drücken. Ich habe in die Richtung geguckt und er hat automatisch den anderen genommen. Schade, dass ich nicht auf die andere Seite springen kann. Komischerweise habe ich trotzdem Gegenstände, glaube ich, bekommen. Euer Fleisch, mein Fleisch. Euer Blut, meine Rüstung. Meine Wunden, eure Pein. Es ist der längste blutige Runenspruch bisher. Aber was mag er bedeuten? Ja, die hauen nicht mal ab hier. Die mutierten, dämonischen Rattennager oder was auch immer das sein sollen. Kümmert das wohl nicht, dass ich da bin. Da kann ich nicht lang. Okay. Ich hoffe ja irgendwie auf eine bisschen offenere Spielwelt gleich irgendwann. So ein bisschen wie das bei Darksiders war. Mal schauen. Reiner Alkohol, Blutsteinstaub und Morgentau. Also man sieht daneben ja schon so ein bisschen so eine Art Mörtel. Aber das kann ich wohl noch nicht nutzen, wie es aussieht. Ugrechre sind Schak, Sieg, Ska, Zaran, dem Pirik, wie auch immer. Okay, ihr habt's gelesen. So ähnlich. Was auch immer, das sehr wahrscheinlich irgendeine Echsensprache gewesen ist. Das war eigentlich die dominierende Rasse gewesen auf dem Kontinent Aventurien vor über 10.000 Jahren oder 20.000 Jahren, wo die Drachen noch geherrscht haben. Da waren die Menschen noch gar nicht auf dem Kontinent. Die kommen nämlich eigentlich vom Westen, von Miranur, vom Güllenland. Das heißt, die haben irgendwann mal eine Völkerwanderung gemacht hier zu diesem Kontinent. So. Aber die Echsen sind ziemlich verdrängt worden in den Süden. Okay, benötigter Rang 1. Okay. Du hast Abenteuerpunkte erhalten. Höhe den Rang eines talentierten Charakters schon auf unerfahren. Charakterverwaltung. 200 Abenteuerpunkte. Lokalisation, Fingerfertigkeit. Findet das in Kampfsachen? Okay. Schlösser knacken, Grobschmied. Überreden, Falschen, Heilkunde, Sinnesschärfe. Hey, Pflanzenkunde. Das brauchen wir. Sagen und Legenden oder Pflanzenkunde? Ja, nehmen wir das hier, ne? Ah, hier kann ich den Hauptwert ändern für 140 und hier kann ich den einzeln nehmen. Sehe ich das richtig? Rezept gelernt. Unerfahren. Aktueller Rang. Okay, ich kann also noch 1, 2, 3... 6 weitere Stufen aufsteigen, Tränke und Gifte bauen. Das wird natürlich sehr wichtig sein, sehr wahrscheinlich. Sagen und Legenden. Die Magie auskennen, so eine Funktion über Venturien. Okay. Heilkunde und Intuition. Verletzungen lassen sich in Schatten nicht vermeiden. Durch Heilkunde weißt du heilende Gegenstände besser zu nutzen und kannst die Genesung vorantreiben. Das ist natürlich nicht schlecht. Und auch bei anderen kriege ich noch welche, denen ich helfen muss. Okay, das ist dann halt so Fallen entdecken. Verstecke finden. Verletzungen lasse ich in den Schatten nicht vermeiden. Ja, ich habe auf jeden Fall zu wenig Punkte, um das an eine Stufe höher zu bringen. Also werde ich das gar nicht erst einsetzen. Bist du mit den Innern zufrieden? Ja, ja, finde ich alles super. Dann lass uns mal weiterschauen. Ah, ein Würselkraut, sehr schön. 1W plus 6, ne? Oder wie war das? Aber kann ich das einfach so direkt zu mir nehmen? Ah, Schlösser knacken. Ja, okay, das müssen wir auf jeden Fall als nächstes machen. Wo war denn hier Schlösser knacken? Halt. Schlösser knacken. Das ist ja auf jeden Fall wichtig.
da hingehen. Was haben wir hier? Grobschmied, Falle entschärfen. Ja, und wenn ich die nicht entschärfe. Ah, okay. Das ist die Falle. Kann ich dann trotzdem wieder rennen oder passiert dann direkt wieder was? Also muss ich ganz schnell sein. Was weil ich? Aua, aua. Ja, genau. Direkt tot. Möge die dunkle Mutter deiner Seele verschonen. Du bist gestorben. Ja, total fail. Zuletzt gespeicherter Spielstand laden. Lass mich ran. Wir sind ganz am Anfang. Müssen alles neu einsammeln. Nein. Noob. Tja, da war ich wohl etwas todesmutig gewesen. Na, wir sind aber direkt an der Stelle. Das ist schon mal gut. Schön nahe Kontrollpunkte. Lesen das nochmal. Nicht, dass das später noch irgendeine Bedeutung hat und wichtig war. Uns den Krimskrams. Muss ich jetzt neu die Sachen auch verteilen oder hat er das gespeichert? Ah, die muss ich sogar neu verteilen. Ja, ist die Frage, brauche ich Kräuter? Ich würde sagen, ich gehe dann auf Schlösser knacken. Das wird auf jeden Fall wichtiger sein erstmal. Naja, ich bin damit zufrieden. Wundsalbe. Na, jetzt kann ich das dann natürlich nicht aufheben. Die Falle kann ich nicht entschärfen. Aus, entschärf sie. Und die Kräuter kann ich nicht aufsammeln. Sagen und Legenden brauche ich dafür. Also ist alles irgendwie wichtig. Kann ich später nochmal in die Gebiete zurück? Das wäre noch interessant. Muss ich das? Vielleicht wie bei Darksiders. Und hat dann doch so eine offene Welt. Neuer Codex-Eintrag. Tutorial. Okay. Codex-Eintrag. Kann ich direkt den neuen anwählen? Also man sieht da ja auch mehrere Punkte. Genau hier wie bei dem Prolog. Wie kann ich denn da zwischen switchen? Ah, hier, damit geht's. Aha. Okay, es gab noch einiges weiteres, was ich lesen muss. Ach du Jemini. Okay, viele Informationen. Jede Menge Informationen. Kalandra. Du und Kalandra wuchs gemeinsam auf. Mit Vater wart ihr ständig auf der Flucht. Über eure Mutter hat er nie ein Wort verloren. Kalandra ist ungestüm, dickköpfig und vielleicht der einzige Mensch, auf den du dich wirklich verlassen kannst. In der Heirat mit Falk von Arivor hat sie nur aus Rücksicht auf Vater eingewilligt. Alrik Schwarzmann ist ein junger Mann aus Warunk. Er hat Kalandra auf dem Weg in den Molschenberg beobachtet. Vater war ein strenger Lehrer, hat dich und Kalandra jedoch stets beschützt. Jahrelang floh er mit euch durch die Schattenlande, ohne euch wirklich zu erklären, warum. Vor kurzem verlor er ein Bein und damit war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Die Chance auf Bürgerrecht und damit mehr Sicherheit für ihn in Warunk kam zur rechten Zeit. Halt. Oh, da muss ich mir erstmal klarkommen, dass es hier so geht. Borbarat. Auszug aus einer von Vaters Lektionen. Borbarat war der wohl mächtigste und berüchtigste Schwarzmager Aventuriens. Er eignet sich wichtige Artefakte an, paktierte mit Dämonen und forderte sogar die Götter heraus. Seine Lehre blendet mit Freiheitsliebe und Selbstentfaltung, hat aber nur Versklavung und Verdammnis zum Ziel. Jenseitige Familie.
Ehemals wurden sie als Erzdämonen gefürchtet, deren Namen man nicht laut auszusprechen wagte. Doch die Macht ihres Wissens steht den Bewohnern der Schattenlande seit Borberats Invasion täglich vor Augen. Wo sich Gebete an die 12 Götter als fruchtlos erwiesen, richten heute immer mehr Bauern ihre Gebete an die jenseitige Familie, deren Mitglieder von paktierenden Predigern die unterschiedlichen Lehren und Anekdoten zugeordnet werden. Jeder von ihnen verkörpert bestimmte Aspekte des Lebens oder des Todes und ihrer jeweiligen Widerpart ist wiederum unter den 12 zu finden. Razazor. Woher der untote Drache Razazor, einstiger Herrscher über die Varonkai, ursprünglich stammt, ist ungewiss. Es wird vermutet, dass er bereits vor den ersten Menschen auf Dere wandelte. Zuletzt erhob Borberat selbst den Drachen zu neuem Leben, um seine Feldzüge zu bestreiten. Als sich Razazor 1027 Bosbrands Fall mit dem Beherrschungsmagier Galotta verbündete, um das Mittelreich zu überfallen, wurde er in der Dreikaiserschlacht vor den Toren Garets endgültig niedergestreckt. Blutmagie. Es ist bekannt, dass Bobardianer mit dem Blut vernunftbegabter Wesen zaubern können. Trotzdem ist Vaters extreme Vorsicht, was das Vermischen deines und Kalandras Bluts angeht, sehr merkwürdig. Als ob man so etwas freiwillig täte. Rondra. Rhonda ist die Göttin des Krieges und wird durch eine brüllende Löwin symbolisiert. Sie wird auch die donnernde oder göttliche Leuin genannt. Ihre Farbe ist das Rot des Blutes, der zweite Monat des Jahres, der sogenannte Hitzemond. Ist ihr ebenso gewidmet wie die Zahl 2. In der Alchemie stehen Feuer und Luft für diese Göttin, repräsentiert durch ihre Aspekte Blitz und Sturm. Ja, da müsst ihr euch nicht wundern, der zweite Monat ist hier nicht der Februar, sondern der August. Das Jahr beginnt im 1. Juli. Und falls ihr euch mal was hier über den Galotta, Gaius Cordovan Galotta wissen wollt, da gibt es 3 Bücher drüber, das ist eigentlich ganz interessant, so Romane, die so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählen, kam leider nie ein 4. raus, fand ich sehr schade, ich fand die eigentlich ganz gut, gibt es auch als Hörbuch, kann ich empfehlen. Gegner, Tiere, Chimären, Wolfsechse. Wolfsechsen haben sich hier in der Varonkai in der letzten Zeit zu einer wahren Plage entwickelt. Diese sonderbare Kreuzung aus Wolf und Panzerechse ist vor allem in Höhlen und Sümpfen anzutreffen. Besonders gefährlich sind die Rammangriffe, hinter denen die ganze Wucht ihrer harten, gepanzerten Körper liegt. Okay, mit Echsen können wir uns aus, mit Wolfsechsen und mit Zombies. Besonders ekelhaft sind Wiedergänger, die mit ihren eigenen Eingeweiden nach dir werfen. Auch deshalb, weil diese Sorte besonders schnell ist. Fernkampfangriffe helfen hier am besten. Erledige sie lieber früher als später. Und wenn sie dir zu nahe kommen, hau ab. Also das ist eigentlich ganz interessant hier gemacht mit diesem ganzen Tutorial. Besonders wenn Leute das Spiel spielen und von Schwarzauge gar keine Ahnung haben, dann kriegen sie so ein bisschen was über die Welt erklärt. Abenteuerpunkte. Mit Abenteuerpunkten kannst du Chirons Fähigkeiten verbessern. Rufe die Charakterwaltung auf, also wie Erfahrungspunkte im Endeffekt bloß zum Einsetzen der Fähigkeiten. Deine Attribute und Talente. Steigere deine Waffenfertigkeiten und lerne neue Manöver und ihre Ausprägung. Abenteuer-Wertemenü. Im Abenteuer-Wertemenü findest du alle Spielwerte, die Talentproben beeinflussen. Verwende Abenteuerpunkte, um sie zu steigern. Nicht steigerbare Werte sind ausgegraut. Aktive Talentprobe. Um eine Talentprobe abzulegen, muss der Rang des Talentes, grün, mindestens so hoch sein wie die Schwierigkeit der Probe, rot. Aha. Im Alchemie-Menü kannst du aus gesammelten Zutaten stärkende Tränke und tödliche Gifte brauen. Besondere Ereignisse. Ereignismeldungen geben dir nützliche Hinweise. Sie klären dich über Questfortschritt, Erhalt und Abenteuerpunkte und Statusänderungen im Kampf auf. Das war das, was eben aufgeblinkt ist. Bewegung, Kamera brauchen wir nicht. Interaktion mit Objekten, klar. Kampfwertemenü. Im Kampfwertemenü findest du alle Spielwerte, die für den Kampf wichtig sind. Verwende Abenteuerpunkte, um sie zu steigern. Nicht steigerbare Werte sind ausgegraut. Okay. Kodex, das sind wir hier. Können wir Einträge lesen? Passive Talentprobe. Das Talent Sinneschärfe ist passiv. Wenn dein Talentrang hoch genug ist, kannst du damit Fallen und verborgene Gegenstände entdecken. Muss man eigentlich nicht unbedingt, wenn man genau schaut, sehr wahrscheinlich hoch machen. Wird es aber erleichtern, weil man es direkt entdeckt, würde ich sagen. Plundern, Tauschware.
Gegenstände, die zu verkaufen sind. Questarchiv ist klar. Questbuch, Questkompass, Schmuck, Waffen, Schmuck, vielleicht auch magisch. Okay, Ringe, Waffen, Angreifen, Ausweichrolle, Fernkampf. So, das sollte es gewesen sein. Und wir haben alle Einträge gelesen in etwa. Und sobald jetzt welche neuen kommen, lese ich den natürlich dann direkt vor. Machen wir hier mal wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.